Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese aus dem ersten Brief des Petrus im 4. Kapitel, die Verse 7 bis 11. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe. Denn Liebe deckt der Sünde Menge zu. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dienet, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott segne an uns dieses Wort. Liebe Gemeinde, wir haben eben gehört, die Empfänger des ersten Petrusbriefes erwarteten das Ende aller Dinge. Was damit genau gemeint ist, können wir nur erahnen. Vielleicht ist auch hier das Ziel aller Dinge gemeint, denn das griechische Wort Telos, was dort steht, kann beides bedeuten. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der erste Brief des Petrus an Menschen gerichtet ist, die unruhige Zeiten erlebten, Veränderungen erwarteten und Glaubensherausforderungen ausgesetzt waren, so wie viele Empfänger der neutestamentlichen Briefe, weil sie den Beginn des christlichen Glaubens erlebten. Der Autor macht für diesen Kontext mehrere Empfehlungen und ich möchte auf einige eingehen. Er empfiehlt, besonnen und nüchtern zu beten. Ich interpretiere, dass es darum geht, die Gefühle der Angst, der Unmut, der Unsicherheit und des Zweifels zu kontrollieren und sich nicht von ihnen beherrschen zu lassen und im Gebet oder durch das Gebet eine Haltung der Ruhe und Gelassenheit zu finden, bei der mit dem Verstand und nicht allein aus unguten Gefühlen heraus gehandelt wird. Die Empfänger des Briefes sollen außerdem eine ausdauernde Liebe untereinander haben. Denn Liebe deckt der Menge Sünden zu, wie er sagt. Ich finde es erstaunlich, dass nun zu der Nüchternheit einer Verstandeshaltung im Grunde ein Gefühl gestellt wird. Schließlich ist Liebe ein Empfinden, etwas, was ich fühle, einen Puls, der mit Leidenschaft in Verbindung steht. Wie passt das zur Nüchternheit? Außerdem finde ich es bedenklich, dass davon gesprochen wird, dass Liebe die Menge der Sünden zudeckt. Wenn ich etwas zudecke, verschwindet es ja nicht. Es ist einfach für die anderen nicht mehr sichtbar. Denke etwa an das Handy, was meine Kinder gern mal verstecken, indem sie es mit etwas zudecken, damit ich es nicht finde und es ihnen wegnehmen kann. Oder ich denke an das Sprichwort, etwas unter den Teppich kehren. Man will etwas, was unangenehm ist, verschwinden lassen, aber es ist ja schließlich, wenn man es unter den Teppich kehrt, immer noch da. Sollte man also Sünden zudecken? Müsste man sie nicht vielmehr aufdecken, sichtbar machen, anstatt zu verstecken? Ich denke etwa an die unrechten Geschäfte, die gerade um den Prozess von Luis Hermosilla zum Vorschein kommen oder wie wir durch die digitalen Medien viel mehr mitbekommen und etwa auf Videos sehen,
wie Menschenrechtsverletzungen in Kriegen und Gewalt auf der ganzen Welt begangen werden. Schädigendes Verhalten, Sünden, ihre Folgen können doch nur entschärft und in der Zukunft verhindert werden, wenn wir sie vorher wahrnehmen und als Gefahr erkennen, wenn wir sie also aufdecken. Warum wird also nun Liebe, die Sünden zudeckt, zusammen mit einer nüchternen Haltung angepriesen? Im Griechischen gibt es drei Begriffe für das Wort, was wir im Deutschen als Liebe bezeichnen. Eros, Philia und Agape. Und Eros steht eher für die fleischliche Liebe im Sinne der Leidenschaft, Gefühle, hingezogen sein zu jemandem. Philia dagegen ist die Liebe im Sinne der Freundschaft, der Sympathie und der Übereinstimmung mit jemandem. Und Agape meint Liebe als eine geistige Haltung, die durchaus Reflexion voraussetzt. Agape meint auch die altruistische Liebe, den Einsatz, die Hingabe für einen anderen. Darum wird zum Beispiel die Liebe Jesu immer mit Agape genannt. Und auch hier im ersten Petrusbrief wird in den genannten Zeilen der Begriff Agape für Liebe genannt. Es geht hier also um Liebe als eine Einstellung, für die ich mich bewusst entscheide und der eine sachliche Auseinandersetzung mit einer gewissen Situation vorausgeht. Im Gebet, in Besonnenheit und Nüchternheit kann, sollte eine Reflexion also stattfinden. Und die Entscheidung zur Liebe im Sinne von Agape getroffen werden. Was mit dem Zudecken durch diese Geisteshaltung der Liebe gemeint ist, kann darum als ein bewusster Umgang mit den Sünden verstanden werden, dem aber eben ein gewisser Auseinandersetzungsprozess vorausgeht. Und da möchte ich noch einmal über diese Tätigkeit des Zudeckens nachdenken. Zudecken ist ja nicht nur ein Vorgang des Versteckens oder des Unsichtbarmachens. Ich denke etwa daran, wie Eltern ihre Kinder abends beim Zubettgehen liebevoll zudecken. Oder wie wir etwas, was uns wert ist, schützend umhüllen und bedecken. Ja, etwa den Kopf mit einem Fahrradhelm, wenn wir Fahrrad fahren. Ich denke daran, dass wir Wunden verbinden, um Blutungen zu stillen und damit sie sich nicht entzünden, sondern heilen können. Auch decken wir etwas ab, wo irgendwo ein Loch ist. Es geht somit, wenn man an diese Art von Zudecken denkt, um einen liebevollen, zärtlichen und schützenden Umgang mit den Sünden oder mit den Folgen der Sünden, der sie nicht ignoriert oder unter den Teppich kehrt. Und vielleicht ist auch gemeint, dass man sich zu denjenigen, die von den negativen Auswirkungen der Sünden betroffen sind, zuwenden sollte, um sie in Liebestaten einzuhüllen, zu bedecken. Eine Interpretation wäre es zudem, dass Liebe, die nachdenkt, in ihrem Reflexionsprozess auch das Aufdecken, das Wahrnehmen und Nachdenken über die Sünde mit einschließt. Etwas zuzudecken setzt ja auch voraus, dass ich es vorher wahrnehme und mich damit auseinandersetze und mich dann bewusst entscheide, es wieder zuzudecken oder es behutsam abzudecken,
weil es mir eben nicht egal ist, sondern weil es Auswirkungen hat oder Schmerzen verursacht. Ein Einstieg in den Reflexionsprozess könnte es sein, sich zu fragen: Was liebe ich? Wen liebe ich? Wo und wann kommt bei mir dieses Gefühl der Liebe auf? Wann wird mir warm ums Herz? Und Antworten auf diese Fragen können mir dann zeigen, welches Liebespotenzial in mir steckt. Es mag sein, dass das natürlich eher erstmal die Gefühlsebene anspricht. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, kann das auch zu meiner geistigen Liebeshaltung, also zur Agape in mir, beitragen. Und natürlich gilt es, sich auch mit den Grenzen der Liebe auseinanderzusetzen, sich zu fragen, wann fällt es mir schwer zu lieben? Wo steht die Sünde im Raum, die ich nicht abzudecken vermag, die mich ohnmächtig fühlen lässt? Welche Handlungsweisen von anderen oder auch von mir selbst tun mir weh und treiben einen Keil zwischen mir und den anderen oder zwischen mich und Gott? Wenn ich dann also an diese Liebesgrenzen komme, dann kann es helfen, mich wiederum auf dieses Liebespotenzial, auf meine Fähigkeit zu lieben, zu besinnen. Also mich zu fragen, wo liebe ich und wo kann ich nicht lieben? Und vielleicht kann ich dann zu jemandem werden, der die eigenen Grenzen und die Sünden ganz klar aufzeigt, aber weil er immer noch liebt, nicht völlig aufgibt, wenn eine Beziehung aufgrund von Sünde auseinanderzufallen droht oder wenn Verletzungen mich und andere schwer getroffen haben. Oder wenn mich ein schlechter Eindruck über jemanden davon abhält, ihm oder ihr eine Chance zu geben. Die im Text empfohlene Gastfreundschaft bietet eine wunderbare Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit dem, wo ich Sünde erlebe. Vielleicht kann ich mit der Person, die ich nicht verstehe oder die mir zu fehlerhaft erscheint, doch ins Gespräch kommen. Vielleicht kann ich mich auch darauf besinnen, dass jeder seine Gaben hat, was ja auch im Text erwähnt wird. Leider geschieht es viel zu oft, dass Sünden geschehen, dass wir Sünde erleben, weil eben nicht geliebt wurde. Weil ich nicht geliebt habe, weil der andere nicht geliebt hat. Weil wir nur an uns gedacht haben. Doch Liebe kann dann helfen, mit genau solchen Situationen umzugehen. Zum einen, sich selbst anzunehmen und immer noch ein Stück weit zu lieben, wenn man gescheitert ist, wenn man sich sündhaft verhalten hat. Zum anderen kann man anderen Liebe zeigen, wenn sie verletzt wurden. Ja, manchmal kann man vielleicht sogar für andere weiter lieben, wenn sie es selbst nicht mehr können. Liebe deckt die Menge der Sünde zu. Angesichts der so viel Hass, so viel Streit und Unrecht in der Welt kann es natürlich nicht sein, zu sagen, ach, mit Liebe ist das alles beseitigt, ist es ja nicht. Aber es kann vielleicht sein, mit Liebe diese Zustände zu ertragen und darauf zu hoffen, dass es auch immer wieder neue Anfänge, neue Möglichkeiten gibt. Ich denke an all die Menschen, die
gerade Gewalt und Hass ausgesetzt sind. Oder an all die Aktivisten, die sich für Recht einsetzen und für die Verständigung unter den Menschen. Sie können das nur tun, sie haben nur die Hoffnung, dass ihre Arbeit etwas bewirken kann, weil sie dieses Liebespotenzial in sich tragen. Weil sie lieben, trotz der Schwierigkeiten. Und der Friede Gottes und die Liebe Gottes, die höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.